Paul Brandenburg sagt, der Ramadan gehört nicht zu Deutschland. Das jedenfalls, wenn ich nur diese Schlagzeile höre, würde ich leicht anders sehen. Aber schauen wir mal, wie Paul Brandenburg das begründet. Wollen. Meine Adresse ist bekannt, ich freue mich drauf. Denn ich sage, der Ramadan gehört nicht zu Deutschland. Denn in Frankfurt, deiner Heimatstadt, lieber Dieter, da lässt die grüne Bürgermeisterin jetzt die Straßen schmücken. Wir haben es alle gelesen mit Happy Ramadan-Schildern. Die Frankfurter Allgemeine Regierungszeitung tut das, was sie tun muss gegen das gute Geld, was sie vom Staat bekommt. Sie jubelt. Das sei ein gutes Zeichen, erklärt uns eine Gastkommentatorin. Ja, Fasten kann verwirren, kann man sagen, wenn man nicht schon von grüner Ideologie total verwirrt ist. Aber nein, nein, es ist kein gutes Zeichen, wenn wir Happy Ramadan-Schilder auch noch Wortwitz in die Fressmeile hängen. Ist kein Scherz tatsächlich so geschehen. Oder Fressgas heißt sie, glaube ich, in Frankfurt am Main. Welch ja. Ironie. Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Staat den öffentlichen Raum religiös schmückt und die Bürger dadurch mit Glaubensfragen bedrängt. Dass er es ausgerechnet in Person dieser Grünfaschisten eben unternimmt, mit Religion Hass und Gewalt zu sehen und mit einer Religion hier rauszugehen, die in unserem Land vor allem mit Hass und Gewalt assoziiert ist. Aus welchen Gründen ist eine andere Frage, aber das zeigt das Ausmaß des Niederganges unserer Gesellschaft. Und ja, ja, es macht einen himmelweiten Unterschied, ob wir, haha, Wortspiel, himmelweit, ich weiß, ob wir bei so einer Religion das Christentum oder eben den Islam betrachten. Ob man es nun mag oder nicht, das Christentum hat die gesamte Kultur in dieser Gesellschaft geprägt. Dazu muss man selbst kein Christ sein, dazu muss man das Christentum nicht mögen. Man darf es sogar herzlich ablehnen. Aber es ist eine historische Tatsache. Und das vom Islam zu behaupten, das ist bestenfalls Dummheit, meistens aber Ideologie. Und die Variante der Dummheit ausgerechnet hat dieser Tage einen Mann. Ja, damit hat Paul Brandenburg tatsächlich recht. Also dass der islamische Bevölkerungsanteil, den wir in Deutschland haben, der ist tatsächlich jung. Der ist vor allem in der Geschichte der Bundesrepublik dazu gekommen. Vorher war der Islam in Deutschland absolut unbedeutend. Also hier hat Paul Brandenburg tatsächlich recht mit dem Punkt. Dann demonstriert der bisher für mich eigentlich der sprichwörtliche Mann ohne Eigenschaften war und eine zu spät gefrorene Buchvorlage. Und Bundesrepublik, das ist hier wirklich wichtig zu erwähnen, in der DDR gab es diese massive Zuwanderung von Zuwanderern aus islamischen Ländern eben nicht. Also das ist tatsächlich nur ein bundesrepublikisches Phänomen. Das ist kein Phänomen irgendeines anderen deutschen Staates, den es vorher oder gleichzeitig gab. Christian Wulff natürlich. Terry Pratchett hat mal sinngemäß geschrieben, der wunderbare Erfinder der Scheibenwelt, wer mehr als ein Satzzeichen hintereinander verwechselt, der sei jemand, das ist ein untrügliches Zeichen dafür, der seine Unterhose auf dem Kopf trägt. Da hat er völlig recht gehabt, der Terry Pratchett. Und genauso könnte man jetzt sagen in der Analogie, bei einer These ist es ähnlich ein Zeichen für Idiotie, wenn man die Politmumie Christian Wulff hervorkart und sie bestätigen lässt, was man da sagt. Das hat er in diesem Fall auch wieder getan. Er ist der zweiterbärmlichste Bundespräsident aller Zeiten, seit Herr Steinmeier im Amt ist. Vorher war er es, das mag ihn etwas stören und deswegen nutzt er jede Gelegenheit, sich öffentlich zu äußern. Der Mann gehört ohne seine Eigenschaften leider tatsächlich zu Deutschland. Aber es erstaunt kaum, dass seine Ehefrau Bettina Wulff sich immer wieder fragt, ob ihr Christian denn zu ihr gehört. Und die beiden, was anderes haben sie halt nicht zu bieten intellektuell, breiten ihr Liebesleben dann öffentlich in der Gala regelmäßig aus. Man weiß nicht, sind sie gerade zusammen, sind sie nicht zusammen. Aber wann immer er nun auftaucht, um irgendeinen Satz zu sagen, weiß man, wir sind weit, weit ab der Logik und mitten in der Peinlichkeit. Jetzt hat er sich wieder mal ins Ausgeschossen, hat uns damals erklärt, der Islam gehöre zu Deutschland. Nun sagt er uns allen Ernstes, es sei denn auch eine gute Idee, mal islamische Lieder zu singen. Und es fällt einem schon gar nicht mehr ein, was man dazu noch sagen soll. Das Einzige, bei dem Christian Wulff zuverlässig nicht enttäuscht jedenfalls, ist seine Dämlichkeit. Und nein, es ist wirklich keine gute Idee. Irgendeine, das sage ich betont, irgendeine Religionsförderung zur Sache des Staates zu machen. Ganz gleich, wen man damit integrieren will. Auch ganz gleich, ob man nur das Christentum fördern möchte. Wir erinnern uns an die Diskussion über das Christenkreuz in bayerischen Schulen, was zum Glück gegen dieses Kreuz ausgegangen ist. Denn wir wollen ja ein säkulärer Staat sein. Die Trennung von Staat und Kirche ist eine absolute Grundvoraussetzung einer bürgerlichen Demokratie. Und dass die auch ohne diese Trennung sowieso nicht funktioniert in Deutschland, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es ist auch ja, auch hier hat Paul Brandenburg völlig recht. Also ich hatte schon am Anfang gesagt, okay, die These an sich, die sehe ich skeptisch, aber die einzelnen Punkte, denen kann ich jetzt grundsätzlich zustimmen. Nie wirklich geglückt in diesem Land. Wir haben schon zu viel Einfluss der christlichen Kirchen noch immer in diesem Staat, insbesondere noch immer, weil sie an Bedeutung ja sozusagen täglich verlieren, im freien Fall sind, weil sie der grünen Wokenkirche hinterherrennen und das Original ja natürlich lange nicht so erreichen wie in der Kopie. Schon die sind immer noch zu stark verwurzelt. Seien das nur die Rundfunkräte der Staatssender ARD und ZDF, wo sie drinstecken. Das ist ein besonders plakatives Beispiel, wie auch andere Besetzungsgremien.
Oder das kirchliche Sonderrecht der Kirchenbeamten und ihre arbeitsrechtlichen Ausnahmen, die sie haben. Wenn wir jetzt neben diesem Weihnachtskitsch, den das bedingt, in unseren Fußgängerzonen in Zukunft nur noch islamischen Tand, staatlich gefördert, und nur darum geht es hier, bitte, wichtiger Unterschied, ob man das privat aufhängt, was jedem Menschen zu Recht in einer liberalen Demokratie zusteht, oder eben mit staatlichem Geld. Wenn wir das jetzt noch angehen, haben wir das Gegenteil getan von Demokratie. 100%. Also, okay, ja. Wenn er das so formuliert, ich meine, da kommen gleich noch 13 Minuten, aber das ist absolut richtig. Der Staat sollte religionspolitisch sein und er sollte da auch nicht irgendwelche, ja, Fördermaßnahmen für einzelne Feste machen. Also das können die islamischen Gemeinden selber finanzieren, wenn sie halt unter ihren Mitgliedern genug einsammeln. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist keine Sache des Staates. Demokratieförderung, Integration, wir verstoßen gegen das Grundprinzip dieser angeblich säkularen Demokratie, wenn wir solche Religionsförderung betreiben. Und ja, nochmal, auch das ist der Islamist, macht da einen Unterschied. Und es hat nichts mit persönlichen Zu- oder Abneigung zu tun, die ich tatsächlich persönlich über alle Religionen ähnlich verteile. Aber Tatsache ist, dass dieser Islam hier in Deutschland sich eben bisher in keiner Weise konstruktiv integriert hat. Das zeigen die immer wieder gescheiterten sogenannten Islamgipfel. Das zeigen die katastrophalen Verläufe, die wir haben bei diesen Integrationsversuchen staatlicher Art. Und auch die Tatsache, dass es bis heute da kaum zentrale Ansprechpartner, abgesehen von den türkisch geförderten DİTİB-Organisationen gibt, die gleichzeitig dann... Weil es eben im Islam nicht zwei große Kirchen, also Protestanten und Katholiken gibt, mit denen du reden kannst, sondern weil es viele kleine Untergruppierungen gibt. Der Islam ist alter als das Christentum, weshalb du logischerweise keinen Ansprechpartner hast. Du hast einzelne Gemeinden und die können sich zusammenschließen. Und wenn du einen starken Verband hast, wie DİTİB, der halt aus der Türkei gefördert wird, dann ist der halt logischerweise der stärkste Ansprechpartner. Aber wie gesagt, der Staat sollte sich da sowieso nicht einmischen, das sollten die Muslime unter sich klären und wenn der Staat sich da raushält, dann braucht es auch keine Ansprechpartner. Kann auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, je nachdem. Das heißt Also, der Verfassungsschutz beobachtet alles. Also, das ist jetzt kein Garant für irgendwas. Der Verfassungsschutz beobachtet dich, wenn du mal in die falsche Richtung guckst. Es sei denn, du gehörst zu den Grünen, dann kannst du übelste antidemokratische Scheiße reden, mit Faschisten zusammenarbeiten, dann wirst du nicht beobachtet. Also wenn du bei den Guten bist, dann hast du alle Karten auf deiner Seite. Wenn du dich beispielsweise in so Podcast wie Paul Brandenburg hier blicken lässt, dann bist du wahrscheinlich auch schon auf der Beobachtungsliste. Also das ist jetzt kein Kriterium für irgendwas. Natürlich relativ wenig, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber es gibt zumindest immer wieder Grund genug, an deren, sagen wir mal, Demokratieneigung zu zweifeln. Islam ist, und das ist mein letztes religiöses Argument dazu, Islam ist Unterwerfung. Das ist das Grundprinzip dieser Religion. Wir haben Ähnliches im Christentum erlebt. Sie hat die härteste Zeit, zumindest in unseren Breiten, offensichtlich gerade hinter sich. Über den Islam kann man das vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber das Entscheidende eben, und nur das geht etwas uns Nicht-Islam-Anhänger oder nicht-christlichen, nicht-religionsgeneigten Menschen etwas an. Die Aufgabe des Staates ist es, die Menschen in Ruhe zu lassen vor Missionierungsversuchen jeder Art und auch selbst keine zu unternehmen. Und deswegen ist es in der Tat aus meiner Sicht, lieber Dieter, ich habe deinen Kopfschütteln wohl bemerkt, eine absolute Katastrophe, wenn der Staat religiöse Missionierungsmaßnahmen mit dem Argument, wer auch immer, mit dem Argument in dem Fall der Integration beispielsweise in Frankfurt in der Freskas aufhängt. Ich glaube, es ist nicht nur Frankfurt als letzte relative Ehrenrettung deiner Stadt. Ich glaube, es ist jetzt sogar in einer zweiten Stadt groß angekündigt dazu gekommen. Irgendjemand jubelte. Weil gerade einer im Chat schreibt, dem Islam fehle die christliche Aufklärung. Die Aufklärung, die ist, also das ist ein grundsätzlich falsches Verständnis davon, wie solche Prozesse wie die Aufklärung zustande kommen. Die Aufklärung ist zustande gekommen, weil sich die sozioökonomischen Bedingungen in den europäischen Gesellschaften gewandelt haben, weil bürgerliche Gesellschaften entstanden sind. Die islamischen Gesellschaften, also so pauschal kann man das jetzt definitiv nicht sagen, aber ich mach's mal konkreter, viele arabische Gesellschaften sind zumindest zum Teil noch Stammesgesellschaften. Dort hat sich nur eine sehr dünne bürgerliche Schicht entwickelt, die überhaupt so etwas wie eine modernisierte Religion vorantragen könnte. Deswegen, also solange die materiellen Verhältnisse nicht gegeben sind, kann man, also eine Aufklärung kommt nicht dadurch, dass man die fordert oder danach ruft. Eine Aufklärung kommt dadurch, dass es breite Schichten in der Bevölkerung gibt, die sie tragen könnten. Das heißt, man kann hoffen, dass durch die ökonomische Modernisierung vieler arabischer Staaten, die ja gerade stattfindet, auch eine Aufklärung in diesen Regionen stattfindet. Also, wir sehen ja auch, dass Islam,
Islamische Staaten klingt ja jetzt immer so nach IS, aber das Staat mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung, die eine modernere sozioökonomische Struktur haben, die der von Industrieländern ähnlicher ist, wie die Türkei oder wie der Iran, deutlich, deutlich modernere Staatswesen haben als beispielsweise Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Also da sind auch innerhalb der islamischen Länder sehr klare Unterschiede zu erkennen, je nachdem, wie die gesellschaftliche Struktur dort beschaffen ist. Also in Afghanistan beispielsweise kann man das sehr gut zeigen. Da hat man zweimal versucht, mit massivster politischer Gewalt irgendwelche aus dem Ausland importierten Systeme aufzubauen. Einmal eine kommunistische Parteidiktatur und dann eine Demokratie, also ein korruptes, durch Wahlfälschung an der Macht gehaltenes Banditenregime, was sich auf amerikanische Besatzungstruppen stützte. Und beide Male ist das katastrophal gescheitert. Beide Male wurden diese Regime dann vertrieben, das eine Mal von den Mujahideen und das zweite Mal von den Taliban. Also in Afghanistan, da ist so eine Demokratie nach westlichem Vorbild oder eine kommunistische Parteidiktatur nach sowjetischem Vorbild einfach nicht möglich, weil die sozioökonomischen Bedingungen in dieser Gesellschaft nicht gegeben sind. Also in einer Gesellschaft, wo ein Großteil der Bevölkerung noch auf dem Land lebt, wurde eine extrem junge Bevölkerung hast, wo du keine Industrialisierung hast, das komplett vom Krieg zerstört ist, wo viele Regionen noch genauso rückschrittlich sind wie vor vielen hundert Jahren. Da ist erstmal modernes westliches Staatswesen oder modernes kommunistisches Staatswesen nicht möglich. Und da ist erst recht keine Aufklärung oder irgendwas, was in die Nähe davon geht, möglich. Dafür braucht es breite bürgerliche Trägerschichten und die gibt es in vielen mehrheitlich muslimischen Ländern eben nicht. Also, Paul, ich bin auch sehr dankbar, dass wir endlich mal ein richtig kontroverses Thema komplett widersprechen. Erstens halte ich nicht Christian Wulff für den zweitdämlichsten nach Steinmeier, sondern Gauck. Zweitens glaube ich, dass er damals Mut bewiesen hat, als er gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Ich halte die These für falsch, aber er hat Mut bewiesen in einer Zeit, in der das ganz anders konnotiert war und in dem im Übrigen ja auch viele palästinensische Menschen, die an Okay, sorry, dass ich jetzt hier so häufig unterbreche, aber ich gehe hier live dabei noch auf den Chat ein. In den 50er, 60er Jahren waren viele islamische Staaten noch säkularer als heute. Das hat auch damit zu tun, dass die USA 1953 Mossadegh weggeputscht haben, die Mujahideen in Afghanistan aufgerüstet haben. Ja, in den 50er, 60er Jahren, da waren, was heißt säkularer und fortschrittlicher? Du hattest extrem instabile Demokratien in einigen Ländern. Und diese Demokratien, die sind in ihrer überwiegenden Mehrzahl gescheitert. Also das ist nun mal so. Also im Iran, wie gesagt, da hattest du den Militärputsch. Aber ja, das ist, die Frage ist, inwieweit diese Demokratie im Iran ohne diesen Militärputsch überlebt hätte. Aber auch das Schah-Regime war ein Regime mit einer relativ dünnen gesellschaftlichen Basis. Die Basis des Schah-Regimes bestand vor allem aus Militär. Als das Militär dann nach Massenprotesten 1979 gesagt hat, nee, wir schießen nicht auf unser eigenes Volk, da war der Schah auch schon weg. Also das, du hast in diesen Ländern ja nur sehr, sehr wenig, also sehr wenige Regierungsformen, wo die wirklich stabil genug sind, als dass sie sich dauerhaft an der Macht halten können. Also das Einfachste ist eine Militärdiktatur, da sorgt das Militär einfach durch Repression dafür, dass keiner aufmuckt. Dann gibt es noch eine Parteidiktatur, die letztlich auch natürlich sich auf die Herrschaft des Militärs stützen muss. Wie du das in Syrien oder im Irak unter Saddam Hussein, noch hattest, da waren ja die ehemaligen Baath-Parteien an der Macht. Oder eine religiöse Massenbewegung. Und das ist im Iran 1979 passiert. Da hat sich das Kleinbürgertum, die Händlerschicht, mit dem Klerus verbündet und das hat dann gereicht, um die sozioökonomische Basis für eine stabile Herrschaft zu schaffen. Und dieses Regime, das hat mittlerweile seine eigenen Repressionsapparate geschaffen, das hat auch ein ziemlich eigenes Staatswesen da aufgebaut und das hält sich bis heute an der Macht. Also es ist halt schwierig. Und definitiv, der Westen hat ein Interesse daran, dass dort radikal islamistische Regierungen an die Macht kommen. Also weil die sich häufig leicht, beziehungsweise er hat, so das war falsch formuliert, er hat ein Interesse an der Stärkung radikal-islamischer Terrororganisationen, weil sich damit halt die Länder leichter kontrollieren lassen. Wenn du Assad stürzen willst, dann brauchst du irgendwelche Kämpfer, die davon überzeugt sind, ihn stürzen zu wollen. Da kannst du nicht einfach irgendwelche Söldner hinschicken, sondern da musst du wirklich Kämpfer hinschicken, die ideologisch davon überzeugt sind, dass Assad ein Ungläubiger ist, dass er weg muss und dass man da
eine neue, ja, einen neuen islamischen Staat gründen muss. Deswegen haben die USA ein starkes Interesse daran, islamistische Bewegungen überall hochzurüsten. Genau das gleiche mit dem Mujahedin in Afghanistan, definitiv. Und es ist spekulativ, inwieweit die kommunistische Diktatur länger durchgehalten hätte, wenn es diese massiven Unterstützung für die Mujahedin nicht gegeben hätte. Vielleicht hätte sie dann die Aufstände niedergehalten, aber auch dann hätte sie mit massiver Repression regieren müssen. Also ist alles spekulativ, wie das ohne amerikanische Einmischung aussähe. Aber diese Länder haben, wie gesagt, nicht die sozioökonomischen Strukturen, dass sich da dauerhaft Demokratien etablieren können. Es kann eine Zeit lang gut gehen, es kann sein, dass dort Demokratien entstehen und dass sie sich auch halten, aber das sind dann extrem fragile Demokratien, das muss man dazu immer sagen. Allah glauben, da auch ein Stück Schutz darin gesehen haben. Zum Zweiten, ich höre auch gerne islamische Lieder. Es ist für mich eine Bereicherung, dass Cat Stevens, einer der größten Künstler, die mir im Leben über den Weg oder ans Ohr gelaufen sind, unter Yusuf Islam großartige Musik gemacht hat, kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, dass auch hier die Toleranz noch ausgeweitet werden kann. Da stimme ich auch Christian Wulff, obwohl er mein politischer Gegner war. Ich war ja Landesvorsitzender der Linken in Niedersachsen, er war Ministerpräsident. Ich habe ihn dann später gegen die Angriffe der Bild-Zeitung bei Maischberger, bei Will und mehrfach, das waren dann noch meine letzten Auftritte dort, in Schutz genommen, als dass Christian Wulff dort, glaube ich, auch etwas Richtiges angestoßen hat. Im Übrigen, wenn man über den Islam redet, muss man eben auch darüber reden, dass es ein Teil des Konfliktes ist, dass viele, die jetzt hingemetzelt werden im Gazastreifen, eben auch dies mit dem religiösen Argument, dass man dem Islam gegenüber nicht mehr so tolerant sein darf, von Zionisten, von einer Religion, die in sich eigentlich nicht expansiv ist, die nicht andere bekehren möchte, in die Kirche einzutreten, sondern das eher so wie ein Closed Shop betreibt, niedergemetzelt werden. Also in jedem Fall, im Übrigen, finde ich das auch relativ, muss ich ehrlich sagen, relativ undifferenziert. Es gibt bei den Schiiten ganz andere Glaubensrichtungen als die Sunniten. Die Sunniten mehr beim Islamischen Staat und Irak und die Schiiten eben mehr beim Iran, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und ich finde, damit sich zu beschäftigen und den zu erkennen, ich bin Heide, überzeugter Heide oder Agnostiker, das fließt so ein bisschen bei mir in Tagesform. Aber dass man eben in jeder Religion diese Kreuzzüge, diese Hexenverbrennung, diese Inquisition wie in der Kirche, das Anbändeln mit dem Faschismus, wie bei den Katholiken, die bei Auschwitz die Augen weggedreht haben, wie bei den Evangelen, die ganz besonders begeistert den Nazis hinterhergelaufen sind, dass man in allen Religionen einen terroristischen Kern hat, dann, wenn er das tut, da hast du ja eigentlich den Punkt gemacht, nämlich wenn er in diesem Namen Kriege führt, andere zu ihrem Glück zwingen möchte, hat man entgegenzutreten. Man darf das Weihnachtsfest so beleuchten wie den Ramadan. Ich glaube, das darf man. Ich hätte es nicht gemacht, aber man darf es. Wenn daraus Schlussfolgerungen gezogen werden. Ja, das ist jetzt, das hat Paul Brandenburg ja nicht gesagt. Er hat gesagt, der Staat sollte das nicht fördern. Also nicht, die sollen das nicht machen. Die hätten das da ruhig aufhängen können, aber dann hätten sie es selber bezahlen sollen. Das war sein Argument. Dass jeder, der eben an diesem Glauben hängt, ob jetzt welche Schattierungen auch immer dort, dass der eben auch ein Terrorist ist, musst du auch, Paul, entgegentreten, weil es gibt wirklich eine überwiegende Zahl. Mag sein, dass die Spitzenverbände der islamischen Gemeinden da nicht den Ansprüchen genügen, die wir haben, aber dann muss trotzdem gesagt werden, dass es eine Großzahl der Menschen gibt, die ihren Rahmen, dass da der Mohammed vom Dach einer Moschee oder eines Tempels mit dem Pferd in den Himmel geritten ist, oder bei den Katholiken, dass eine Jungfrau ein Kind bekommen hat und das wird dann eingedimpft. Entschuldige, das meinte ich doch gerade ganz klar gesagt zu haben. Es geht eben nicht um eine religiöse Beurteilung irgendwelcher Dinge. Du darfst den Ramadan doch auch feiern. Es darf von der Stadt sowas beleuchten. Ja, genau, das war ja nicht sein Argument. Also hier argumentiert Dieter jetzt an dem vorbei, was Paul gesagt hat. Deswegen funktioniert das nicht. Gott, nein, nicht mit Steuergeldern. Das Problem, wenn wir mit mündigen Bürgern zu tun haben, die sie unterscheiden können.
Ja, ist halt so, wenn sie aneinander vorbeireden, dann ist das ein bisschen blöd. Zwischen der terroristischen Variante des Islamischen Staats und denen, die eben hier auch herkommen, teilweise auch eingeschleust werden. Richtig, als graue Wölfe und so weiter, die überall in ihrem Heimatland schon massenweise Menschen ermordet haben und dann in Deutschland eingeschlossen und das geht's unbehelligt nicht. Hier leben. Wenn du das nicht trennen kannst, die können ihren Unsinn, ihren religiösen Unsinn in meinen Augen, jetzt bin ich sehr intolerant, glauben, solange sie lustig sind, Gemeinde und dann eben ohne Schämen. Und was du so en passant gemacht hast. Hier hätte man Dieter dem, glaube ich, mal unterbrechen sollen. Also ich mag es ja eigentlich nicht, wenn sie sich gegenseitig unterbrechen, aber ja, wenn er am Thema vorbeiredet, dann hat es keinen Sinn. Dann sollte man vielleicht nochmal klarstellen, was man meinte. Das nur darum geht's. Es geht um die Frage, kann man das mit Steuergeldern machen oder nicht? Und da sage ich nein. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass die Leute privat feiern können, was sie möchten. Okay. Jeder kann das, ob das nun christlich ist oder nicht. Aber ich finde es eben absolut indiskutabel, dass wir mit Zwangsabgaben staatliche Missionierungsaktionen unterstützen. Ja. Nichts anderes ist das. Und dabei hat nichts damit zu tun, ob nun irgendein Anhänger oder irgendein Teilnehmer dieser Feier dem IS nahesteht oder irgendwem anders. Passiert mit Martin Luther, der ehrlich gesagt so sehr gegen die Fürst, gegen den Vatikan gekämpft hat, auch ein übler reaktionärer Spießer war. Und ein Antisemit? Das wird immer so behauptet. Das ist mir jedenfalls, finde ich den Antisemitismus in seiner Zeit noch anders. Ich finde es ganz grausam, was er über die Bauern gesagt hat, was er über die Juden gesagt hat und so. Aber das ist immer noch was anderes. Jedenfalls ein übler reaktionärer Spießer. Aber das Martin-Luther-Fest wird auch mit Steuergeldern finanziert. Und das Weihnachtsfest wird auch. Und die katholischen Feste werden auch. Und dann sehen wir hier, ich wohne hier im katholischen Dorf, wenn die ihre Fronleichnam-Prozessionen machen, das heilige himmelwärts leuchtende Blicken von denen, wo die sich auch dann sehr selbst gefallen und so in einer überheblichen Weise dann auf die anderen, die Ungläubigen herabblicken. Das hast du in allen Religionen. Religionen ja. Sind immer irgendwie ein Wissensersatz. Alles richtig. Aber ich finde, dass es möglich ist, dass wir uns auf die Suche machen nach Schönheiten auch deren Kultur, nach dem Wissen über deren Religion, um anders uns mit ihnen auseinanderzusetzen, damit wir unsere zivilisierten Werte, die teilweise im Grundgesetz stehen, auch besser mit ihnen dann vertreten und verteidigen können. Können wir alles tun. Ich bleibe trotzdem dabei, dass das nicht von Steuergeldern zwangsweise in die Fußgängerzone als Missionierung gehört. Aber das kann man so oder so halten. Und dass wir uns ansonsten, glaube ich, einig sind, was die Grundeinschätzung von Religionen angeht, davon gehe ich aus, Dieter. Ich glaube, ich bin so christlich oder religiös wie du. Vermutlich, keine Ahnung. Ja. Kevin, dir gebührt bei wirklich strengem Blick auf die Uhr mit der Bitte um Kurzfassung das Schlusswort zum Thema. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich nicht lange über Religion auslassen, weil das Thema ist viel zu komplex, um das jetzt hier so nebenher noch zu diskutieren. Ich würde mal generell dann eher über Glauben und Gott und die Welt reden, was das eigentlich bedeutet und wo die Werte verankert sind und ob es sich, was Glauben überhaupt bedeutet und Wahrheit und so etwas und Philosophie, griechische Philosophie und die 10 Gebote und überhaupt, warum ist ein Mensch überhaupt religiös? Wir haben doch KI oder wir haben doch Wikipedia, um es mal runterzubrechen. Aber immer wenn Politiker sich für Politik, für Religion einsetzen, dann ja. Es ist immer populistisch und immer widerlich. Und zwar egal für welche. Wenn Politiker plötzlich ihre Kraft für mit und irgendwelche plötzlich die Religion als etwas entdecken, was sie immer schon gut fanden, dann sage ich immer: Achtung, da ist nicht das drin, was draufsteht. Ich möchte kurz beim Islam bleiben. Der Islam ist eine sehr, sehr gewalttätige Religion, ausschließlich völlig gewalttätig. Und deswegen bin ich froh, dass alle Staaten, die in der NATO sind, christlich sind, weil die sind ja total friedlich. Und was ich auch gut finde, ist, dass wenn man sagt, der Ramadan wird gefeiert und der Islam gehört zu Deutschland und ich wäre jetzt ein Moslem, ich bin kein Moslem. Ich kenne zwar viele Muslime, gläubige Muslime in meiner Familie, die man daran erkennen kann, dass sie da nicht hausieren gehen. Die sind einfach gläubig. Übrigens auch die Christen in meiner Familie oder die Juden in meiner Familie oder die Buddhisten in meiner Familie. Ja, sind alle, die gehen damit nicht hausieren und sagen, hallo ich und ihr müsst. Der hat eine große Familie. Ja, sondern es ist eben so, dass, woran kann der Moslem, ja, oder die Muslima innen, woran kann der eigentlich erkennen, dass der Islam zu Deutschland gehört? Kann er es daran erkennen, dass Deutschland sich nicht beteiligt an Kriegen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, die gegen muslimische Länder geflogen wurden? Also woran kann er das erkennen? Also der Moslem wird ja immer hervorgerufen, um irgendwie zu spalten. Dann ist, wir erinnern uns, seit dem 11. September ist ein Mann mit arabischem Hintergrund,
ist dann immer ein Terrorist, wenn er einen Bart trägt oder wenn er keinen Bart trägt, dann ist er böse. Und dann kämpfen wir aber da plötzlich für und entdecken wir unsere Liebe für den Muslim, wenn er nämlich ein Uigure ist und irgendwo in China unterdrückt wird, dann sind wir aber so dabei und müssen den retten und dann, ganz wichtig, wird er wieder missbraucht. Dann wird er ein bisschen wieder bombardiert in Jugoslawien, dann wird er woanders wieder und dann spielt er bei den Palästinensern immer. Oder ein Tschetschene gegen Putin. Geht dann so gar nicht und so. Also da wird er in Jugoslawien tatsächlich, da wurde er auch missbraucht, um gegen Serbien vorgehen zu können. Ich meine, der Kosovo ist ja auch islamische Provinz in Serbien, beziehungsweise jetzt eine de facto unabhängige Provinz, wird von Deutschland sogar als eigenständiger Staat anerkannt. Immer der Muslime, und wenn jetzt wieder Werbung gemacht wird, eine islamische Frau wurde, kam im Gefängnis zu Tode, dann passiert das in muslimischen Ländern, weil ein Nawalny in einem völlig muslimischen Russland, nee, ist jetzt nicht, ich bringe das mal durcheinander. Aber was ich sagen möchte, ist eben, das ist immer widerlich und da nimmt man jemanden in Haftung oder benutzt den, der nicht gefragt wurde. Und das ist beim Glauben besonders widerlich. Deswegen, ich möchte Paul recht geben, wenn man wirklich ein säkularer Staat ist, dann sollte man sich da raushalten, man sollte weder das eine noch das andere tun, aber dieser Staat, der ja überhaupt, also unser Staat, das Land Deutschland, das ist ja eben so, da ist Staat und Kirche ja getrennt, was man daran erkennen kann, dass wir ein Land sind, was Kirchensteuer eintreibt und ich glaube, das gibt es gar nicht bei den Muslimen. Also das wollte ich nur mal sagen, ist mir aufgefallen, das haben die gar nicht. Also was ich wirklich mal machen würde, ich würde ganz gerne in einer solchen Diskussion mal Leute zu Wort kommen lassen, die tatsächlich diese Religion vertreten und zwar von Berufswegen, dass die miteinander diskutieren und die Unterschiede ausmachen und wir werden feststellen, das ist eine abendfüllende Diskussion, aber sie sollte eben so mit Respekt geführt werden, dass man einfach eins erkennt, und das ist in allen Religionen da, in allen Religionen, wenn man sie wirklich richtig auslegt, geht es darum, dass das Leben heilig ist und dass man nicht leichtfertig über andere richtet. Man kann eine Religion natürlich immer missbrauchen, man kann sich immer irgendeine Sure rauskramen oder irgendwie aus dem Alten Testament zitieren, um dann zu sagen, wir dürfen jetzt aber auch Auge um Auge, kann man immer alles machen, trifft es nicht. Ich kann nur eins sagen, wenn Religion benutzt wird im Wahlkampf oder in einem vorgezogenen Wahlkampf oder aber in irgendeiner Art politisch etwas zu tun, dann wird sie benutzt, das ist eine Form von Vergewaltigern, weil denen, die das benutzen, nichts mehr einfällt. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil es echt widerlich, deswegen sage, würde ich sagen, nimm deine Finger weg von Religion und kümmere dich um das, wovon du was verstehst, vom Populismus, und das ist wieder mal aufgeflogen. Wollte gerade sagen, das, wovon Sie was verstehen, ist halt nicht viel. Populismus kommt vielleicht gerade noch hin. Wir klären vielleicht das ganze Problem mit der Religion. Vielleicht bringen wir... So, also da würde ich tatsächlich sagen, das war eine kontroverse Debatte. Zwei Anmerkungen zum Schluss noch. Zwei Anmerkungen zum Schluss. Erstens, wer behauptet, ja, das Christentum hat eine Aufklärung durchgemacht, da würde es doch nie so eine Terrororganisation geben, also so wie das in islamischen Ländern passiert. Erstens, diese Terrororganisationen, die sind ein modernes Phänomen. Der politische Islam, der moderne politische Islam, also Muslimbruderschaft, die Richtung, der ist weniger als 100 Jahre alt. Der ist eine Reaktion auf die Moderne, eine antiwestliche Reaktion, die in den islamischen Ländern entstanden ist und die erst groß werden konnte durch das Scheitern des arabischen Nationalismus. Die andere Form des politischen Islam ist jetzt falscher Begriff, der Wahhabismus. Der ist in der arabischen Wüste groß geworden im 18. Jahrhundert und der wäre niemals zu weltpolitischer Relevanz gekommen, wenn die Briten den al-Sauds, die als Stammesreligion den Wahhabismus hatten, nicht ihren eigenen Staat geschenkt hätten nach ihrem Sieg über das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg. Und der Wahhabismus, der wäre ohne die Hilfe Saudi-Arabiens und der USA niemals zu so einer relevanten politischen Kraft geworden. Das ist die Folge westlicher Einflussversuche, das ist, und dass in islamischen Ländern solche extremen Bewegungen hervorgehen. Wie gesagt, dass diese extremen Bewegungen wahhabitisch sind, hängt mit der Stärke Saudi-Arabiens, mit zig westlichen Einflussversuchen in dieser Region zusammen. Muss man in die Geschichte gehen, möchte ich jetzt im Einzelnen nicht machen. Aber dass dort extreme Bewegungen entstehen, dass dort sehr instabile Staatssysteme entstehen, dass dort Demokratien nach westlichem Vorbild angesichts der sozioökonomischen Verhältnisse unmöglich sind. Das, wie gesagt, das liegt an der dortigen Gesellschaftsstruktur. Ein christliches Land mit einer solchen Gesellschaftsstruktur wie die islamischen Länder, es würde auch christliche Terrororganisationen hervorbringen, beziehungsweise das bringt sie hervor. Wer das nicht glaubt, der google mal bitte Lord's Resistance Army. Das ist eine christliche Terrororganisation, die sich in Afrika für die Einführung eines Gottesstaates auf Basis der 10 Gebote einsetzt. Also, nur mal diese, also das war meine erste Bemerkung, es liegt nicht an dem Islam, der so gewalttätig wäre, sondern es liegt an den materiellen Verhältnissen, wie so häufig.
Also einfach zu sagen, diese Religion, die ist böse und deswegen geht es diesen Ländern zu schlecht, das ist vollkommen verfälscht, das ist keine Analyse, das ist einfach billigstes Suchen von Feindbildern. Das ist das Erste. Und zweitens, wir haben in Deutschland 5 bis 6 Millionen Muslime. Diese Muslime, zumindest der Teil, der sich legal aufhält, wir haben hier auch noch 300.000 Geduldete, die sind nicht alles Muslime, sind auch, möchte ich jetzt nicht genau ausführen, auf jeden Fall haben wir 5 bis 6 Millionen Muslime, von denen sich der überwiegende Teil legal in Deutschland aufhält und von denen sehr, sehr viele eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Diese Menschen gehören selbstverständlich zu Deutschland. Also, was wollt ihr machen? Leute, die sich hier völlig legal aufhalten, aus unserem Land wegtreiben. Nein, das will natürlich niemand. Also wir werden in Deutschland auf absehbare Zeit einen relevanten islamischen Bevölkerungsanteil haben. Egal, was irgendwer sagt, und dagegen hat Paul Brandenburg hier ja auch überhaupt nicht argumentiert. Also das war ja gar nicht das, was er gesagt hat, sondern nur der Staat solle sich nicht einmischen. Also er hat ja gar nichts gegen die Muslime gesagt. Und ja, wenn ein relevanter islamischer Bevölkerungsanteil, also ungefähr 6-7% unserer Bevölkerung, sich dauerhaft hier in Deutschland aufhält, ja, da gehören diese Menschen und da gehört natürlich auch ihre Religion zu Deutschland. Und dann zu sagen, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, ist ein ziemlich albernes Statement. Also du kannst sagen, er gehört nicht zum deutschen Staat, der deutsche Staat soll säkular sein, okay. Aber Islam gehört offensichtlich zur deutschen Gesellschaft, wenn es hier einen islamischen Bevölkerungsanteil gibt. Ja, das waren meine 2 Bemerkungen zum Abschluss. Und ja, angesichts dessen, dass Paul Brandenburg, wie gesagt, die Schlagzeile finde ich jetzt viel zu pauschal. Ich fand seinen Beitrag hier eigentlich gut. Dass er das gesagt hat, gehe ich immer auf Nachschlag Express und stimme tatsächlich für die Schlagzeile von Paul Brandenburg. Also das war die mich... Ja, wo ich die Diskussion am interessantesten fand, wo ich selber auch am meisten zu sagen konnte, weil das so ein breites Thema ist. Also ich glaube, Kevin Sofisierer, der hätte da auch jetzt eine ganze Stunde zu reden können, wenn man ihn gelassen hätte. Also das, ja, ist ein großes Themenfeld, weitet mal ein bisschen den Blick. Die anderen 2 Themen, ja, die waren so wie immer, wir müssen zusammenkommen, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen, was die Regierung da gerade wieder veranstaltet, was große Konzerne da gerade veranstalten. Ja, schöne Appelle, aber Thema der Woche ist, glaube ich, das, was Paul Brandenburg hier gesagt hat. So, wie gesagt, abstimmen, wenn ihr das wollt, könnt ihr auch auf nachschlag.ip/express. So. Tatsächlich führt gerade die Schlagzeile von Paul Brandenburg mit 101-90-40. Also, die meisten Leute scheinen das so wie ich zu sehen. Gut, ich bin in der Mehrheit. ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.